Hallo Friends da draußen. The Forest geht weiter. Wir sind ein Spieler, Spielerin weniger. Schnu ist gerade offline gegangen. Wir sind jetzt nur noch zu viert. Ich gehe jetzt nochmal Schildkrötenpatrouille, damit wir zwei Trinkdinger wenigstens. Ich komm mit. Okay. Ich halte Wagen. Warte mal, ich nehme den Wagen wenigstens mit hier. Der Schildkröten? Den Wagen bis da hinten hin würde ich nicht. Nee, bist du willst ja da hinten über die Brücke, oder? Ja, dann lasse ich den da an der Brücke stehen. Ja, aber hier sind wir, wir sollten nochmal zurück. Hier Was ist los? Gerade ein Angriff. Hä, wo kommen denn jetzt die ganzen Kollegen her? Ja, das steigert sich halt mit der Zeit, ne? Wir ja. müssen echt jetzt mal langsam eine Dings machen. Ein paar Fallen müssen wir noch bauen. Wow, tschüss. Zwei Schläge, ciao. Hä? Oh, ich war gerade im Inventar. Oh. Ich hab das nicht mitbekommen. Ah, denkst auch tot. Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch. Ich komm mal runter. Was ist eigentlich, wenn wir alle tot sind? Neustarten. Einfach nur E drücken oder Neustart zum Neustarten. Nee, nee, nee. Warte. Wenn alle tot sind, dann das Spiel deinstalliert und du musst neu starten. Ich bin wie Barbie United. Mama. Hello Kitty, Insel Paradies. Hallo, nichts gegen Hello Kitty. Das habe ich doch als Tattoo auf meinem Stirn, auf meiner Stirn. So, deswegen hast du mal so ein Pony hier. Mein einziges Tattoo, was ich habe. Paul. Das ist der Pedro. Ja. Steht beim Paul, du stehst bei mir einfach da. Du bist gar nicht tot bei mir. Wahrscheinlich war ich im Moment aber. Okay. Bei mir hat sie nicht normale Stellung gehabt, gebückt. Ey. Oder ein Element, sagst du. Sag mal. Was ist denn hier los? Sag mal. Immer diese sexistischen Sachen. Hä? Was? Ich dachte gleich. Warum sexistisch? Eigentlich, ja, stimmt, das sind ja NPCs. Die NPC-sischen Sachen. Ich hab eine Keule gedroppt oder so. Wo seid ihr hinter? Siehst du das? Mit deinem. Hast du Hunger oder hör ich irgendwie gerade irgendwas hinter mir? Ich bin fast tot. Hab ich noch Medizin? Da drüben sind noch drei. Hier, warte. Achso, ja, komm, kann ich dir Medizin geben. Ist es besser mit dem Bogen zu kämpfen oder lieber mit dem Speer? Kommt drauf an, wenn du die Übung raus hast mit dem Bogen. Hab ich einen Schuss abgegeben mit dem Bogen. Weiß gar nicht, wie das geht. Mal üben, ja. Bogen in die Hand nehmen, ziehen und schießen. Dankeschön. Hat der Pfeile muss ich mal irgendwie craften, ne? Ja. Mit deshalb habe ich da Vogelhäuschen, weil da kriegst du Federn. Ah. Die habe ich gerade übrigens geplündert an einem Vogelhäuschen. Ja, die spawnen aber schnell nach. Wo sind die Federn normalerweise zu sehen hier? In der Tasche. Ah, die habe ich, okay. Wie kann ich die denn machen mit? Fünf Federn, ein Stock. Ich das sind, glaube ich, fünf Pfeile dann auch. Ja. Ne, habe ich nicht. Ich habe nur drei Federn. Und Dex, wenn du Eidechsen siehst, immer mitnehmen, weil die Haut kannst du anziehen als Rüstung. Ah, ich habe davon ganz viel. Ein Free-Hit dann jedes Mal bei der... Ja. Also bei der Rüstung. Wie ziehe ich den an? Einfach Linksklick drauf machen auf die. Habe ich es angezogen? Weiß ich nicht. Jetzt? Habe ich ja, angezogen? Am Bein habe ich die. Okay. Das siehst du auch um deinen Lebensbalken, hast du ja diese kleinen Felder. Lucky die. Und wenn da jetzt so ein graues Feld ist, heißt das, du hast eine an. Oder grün. Ja, grün ist dann Dings. Hier ist ein Legolas, ein neuer Legolas geboren. Ist das so? Also es ist schon ein Stückchen, ne? Das egal, hier sind Pfeile. Hier sind Stücke. Einfach zur grünen Flagge. Grüne Flagge wäre? Unsere Absturzstelle. Du hast das. Nee, das Part ist das Boot. Schön. Hier ist ein Lucky. Boot war mir beim Start. Doch. Auch nicht auf der Version. Ja, meine ich ja. Ja, ich kann halt auf dem Boot das Bahn halt die meisten Schildkröten. Ja. Noch eine irgendwo? Und. Außerdem das Boot. Du wissen, als Standort ist nicht schlecht. Das ist ein guter Point of Interest. Das stimmt. Achso, beim Boot waren wir ja bei dem Anfang, bei den ersten Aufnahmen Start. Ja, da hatten wir auch alle schon einen Schildkrötenpanzer und alles, aber
Hatten wir? Irgendjemand hat das Safe Game geschrottet. Oder irgendetwas. The Forest selbst. Ah, nicht zu weit rein noch. Wir schlafen ein paar Ureinwohner. Solange wie sie schlafen, schlafen sie. Solange wie sie schlafen, schlafen sie. Betreffe ich die blöde Eidechse nicht. Und was mit was jagst du die? Ja, mit dem Speer habe ich die angegriffen, aber. Ach Quatsch, nicht die grüne Flagge, die gelbe Flagge. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich jetzt gerade dreimal im Kreis gedreht und habe geguckt, wo kriegt man bitte die Schildkröten her? Ich habe es gerade gesehen, nee, die gelbe Flagge meine ich. Dadurch, dass du ja aber so viele Eidechsen kriegst, die ziehe ich mir immer einfach an die Haut. Hält dich halt ein bisschen am Leben. Gibt auch Krokodile, die geben dir gleich 4 Haut. Ich hab gerade zugeschlagen und da war gerade eine Eidechse genau mitten im Weg. Ich wollte sie echt nicht töten. Pau, alles gut? Wo bist du? Hinter dir. Hab gerade Chicorée gegessen. Was hast du gegessen? Chicorée. Pflanzen. Ey, Dex. Nein! Also jetzt mal ernsthaft. Nein! Das kann halt wirklich nicht sein. Schon wieder Regen. Ey, können wir nicht mal einen Tag Sonnenschein haben? Ey, hier ist, guck mal, hier ist eine Hülle. Nein, okay. Wir wollen Schildkröten jagen. Schildkröten. Hallo, Boot. Da kommen sie angeschwommen. Fünf Schiffe. Ich hab das Reh verbackt. Aber hier, so dass wir auf den Strand gucken, weil der Panzer fliegt. Ich geh mal rüber ganz kurz. Oh, leck. Ja, könnt ruhig zum Boot gehen. Du auch, Paul. Welches Boot? Ach, da hinten. Entschuldigung, dass es nicht die Titanic ist, dass man das nicht sieht. Ja. Fest. Hier gibt's, glaube ich, einen Kompass, ne? Oder wie das? Yacht. An der Nordsee. Missing. Jetzt deckt wieder ein Zweig. Echt? Oh. Hast du bekommen das Ding? Sing ich so gut, ja? Oh. Aber sowas von. Ich habe nur einen Strike bekommen, weil der Charakter genauso aussieht wie du. Ich weiß nicht mal, wie ich aussehe. Kann ich das irgendwie sehen? Ja. Wie? Oh, hier gibt es übrigens einen Pin-Code. Hier, guck mal hier. Hier ist ein Spiegel. Hier. Hier, wo ich stehe. Hier kannst du dann auf den Spiegel gucken. Hier, hier. Ist aber gemütlich. Hier. Hä? Hier ist ein Spiegel. Kurz hier an die Wand gucken. Da rein? Mann! Was ist denn? Ach nix. Hier gibt's aber leckeres Essen. Mm. Ich weiß nicht, ob das so gesund und nahrhaft ist, aber. Aber was ist hier auf dem Teller mit den Gabeln? Ich hab keine Ahnung. Ketchup. Du hast hier Seile verloren, ne? Nee, ich hab die aufgehoben, aber ich hab schon zu viele. Achso, dann habe ich sie mitgenommen. Ah. Sachen klauen, die ich hier liegen lassen habe. Ja. Fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal einen neuen Safe. Ja, ich bin gerade auch mal kurz wieder viel besorgen. Hier kommt noch eine Schildkröte an gerade. Da sind wir Benny schon wieder. Die backt hier unten. Kann ich die irgendwie hochdrücken? Keine Ahnung. Nee. Benny hat uns alleine gelassen. Benny. Benny ist jetzt zum... Da liegt ein Hai-Gag, guck mal. Mehrere Haie.
Hey, haben Huha. Ihr könnt aber nur einen Schritt vom Panzer mitnehmen, ne? Hier, Dex, siehst du mich? Ja, da hinten. Hallo. Oh. Hallo, da hinten. Kack. Warte. Oh, hier sind Fotos. Oh. Warum ist es manchmal so tricky? Jetzt, hier, Dex. Komm angefahren. Ja, geil. Was hast du nochmal? Warte. Wir können aber, wenn wir einmal hier sind, können wir gleich noch Töpfe holen, dann. Ui. Wichtige Sachen im Spiel. Ey, das ist so ein. Das ist so blöd, aber es ist so ein cooles Feature. Du kannst das Ding übrigens als Schild benutzen, ne? Ja, aber du kannst aber nicht kämpfen, wenn du zwei Sachen hast. Also zwei mit zwei Händen festhältst. Ja, aber das kannst du ein bisschen benutzen. Nee, du musst rennen, springen und dann halt links klicken. Ach du Scheiße, das schaffe ich doch niemals. Ja, einfach beim Springen dann links klicken. Ach, links klicken, ich habe rechts klick gedrückt. Okay. Ah, nee. Das ist, ein bisschen tricky manchmal. Du musst halt schon ein bisschen auf der Schräge halt sein, so. Okay. Du denkst da keinen Aussau mehr. Springen? Und dann linke Maustaste, oder was soll ich drücken? Na, hier guck, so. Du rennst auf die Schräge zu, springst, linke Maustaste. Ach, was? Wenn du in der Luft bist. Das ist gar nicht so schwer. Ein bisschen tricky manchmal, weil du halt die Schräge irgendwie manchmal nicht so ganz erwischst, aber. Welche Schräge? Am besten, ich sehe auch nicht mal die Schräge. Am besten hier so am Baum so. Da gibt's später gibt's was richtig cooles, wo wir das machen können. Ich glaube hier. So, oh, teuer. Toll. Ja, cool. Komm mit. Komm mit, ihr zwei Schildkrötenfahrer. Wir sind die Cooper Gang, ja? Hallo? Ja, dieses Schlagen und dieses. Ich hört immer ab von mit mir eine Peitsche im Haut oder so. Akku, mach dich da. Warum kann Benny so viel länger rennen als wir? Ich hab keine Ahnung. Wenn die schon. Sehr viel gelaufen ist. Hier, ich kann es euch ja mal zeigen. Macht mal das Buch auf. Da hinten läuft einer. Ja, lass den laufen. Mach mal das Buch auf. Ja? Mach mal das Buch auf. Ja. Auf die erste Seite, also ganz links. Ja. Dann habt ihr ja das Index und dann geht ihr runter auf Stats. Oder auf Status, weiß nicht, wie ihr es auf Deutsch sagt. Das 1 ist bei mir vielleicht, meinst du das? Was? Ja. Nee, da sind Stats, müsste da stehen. Nee, bei mir nur steht Schritt 1, Schritt 2. Okay, denn das ist von rechts, von der rechten Seite das vierte. Dieser Pac-Man. Ah, okay, ja. Ja, und da sind eure. Die allererste Seite. Ganz rechts. Nein, du hast doch, glaube ich, das Buch auf, ganz rechts und das kleine Pac-Man-Zeichen, das vierte von rechts. Ja. Oben, du hast da so einen kleinen Clippers. Ja, jetzt habe ich es auch. Und da habt ihr eure Stats. Und die steigern sich mit der Zeit. Was hast du für Sets, Benny? Gar nicht so viel. Was hast du bei also, Ausdauer? Ausdauer ist Athleticism, heißt das auf Englisch. Das ist auf der linken Seite. Ist das Athletik, Days, ja. Das vierte, ja. Oder? Stärke, Athletik, wie viel du wiegst und wie hoch deine Sanity ist. Wie viel wiegst du denn? Geht gar nicht so an, oder? Und also ich habe Ausdauer 22,8 habe ich. Und bei mir steht, dass ich infiziert bin. Ich muss Aloe Vera essen. Ja, ist nicht schlimm. Okay. Was hier zwischendurch mal? Ja, bei mir ist 24,4. Das ist halt, je mehr du sprintest, das ist so ein passives Ding, das kriegst du gar nicht so großartig mit, dass ich das verbessert, diesen Blaubeeren. Wenn jemand essen möchte. Genau, da müssen wir hin. Da gibt es nämlich einen Kochtopf und der ist auch sehr wichtig. Ich habe einen Topf doch und Klebeband. Aufgehoben. Kochtopf und Klebeband. Kochtopf habe ich gerade aufgenommen. Jo, das war schon. Kommen wir zurück. Und die Marshmallows? Ja, kannst du gerne essen. Ich glaube nicht mehr, dass sie gut ist. Ist egal. Hallo, wir essen Tiere, wir essen Körperteile, wir essen. Ich esse mit Haut. Ich die Musik? Du hast das Kassette angemacht? Ja. Ja, dann hörst die hörst nur du leider. Achso, schade. Ich dachte, ich kann euch richtig ärgern, ist egal. Nö.
Für das Forest so alt ist. Sieht immer noch super gut aus. Unglaublich gut aus. War auch, glaube ich, damals, wo das rauskam, allein wegen der Grafik schon mega gehypt. Weil, überleg mal, was haben wir jetzt mal geguckt? 2014 kam das raus. Ja. Hier gibt es bestimmt irgendeine Stelle, was man hier... Oh, was ist hier? Koffer. Die Anfangsversion sah ein bisschen anders aus. Die haben, ich glaube, um 2016 haben sie nochmal ein Update gemacht, aber es war eher ein Engine-Update von der Unity 4 auf 5 oder so. Ja, am Anfang war vieles anders. Komm, hast du ganz rein? Anders gespielt. Gibt es eine Höhle hier oben? Ach, am Anfang konntest du gefühlt, da hast du eine Mauer hingesetzt und du warst safe für immer. Weil die am Anfang noch nicht mal Mauern zerstören konnten. Bei uns konnten sie alles abreißen. Wenn du gestorben bist, bei der... Ich hab neue Klamotten an. Hier ist Aloe Vera. Was ich damals besser fand, war auf jeden Fall, dass du die moderne Axt einfach im Dorf gefunden hast. Ist auch schön schnell dahin. Ich hab eine Uhr aufgesammelt. Habt ihr eigentlich schon irgendwas gesammelt mäßig? Nö. Okay. Wir wollen eine Höhle bauen. Ja, doch, die Karte haben wir. Karte haben wir. Ja. Wenn du die möchtest, ja doch, hier, Power, komm mit. Gehen wir dir jetzt noch schnell sammeln, die Karte. Die Karte geht ja schnell runter, hoch, ja, holen. Tschüss. Bei der grünen Flagge musst du hin. Okay. Da musst du keiner jetzt hingehen, aber können wir es wirklich direkt. Direkt am Anfang runter, hoch nehmen, tschüss. Ja, Karte, Kompass. Oder wie ich. Aber die Karte ist schon nicht. Oder wie Dex durch die ganze Höhle rennen und dann die Karte nicht. Und die Karte nicht gesehen am Anfang und dann wieder rein und dann nochmal. Alles klar. Achso, und Haarspray gibt es auch noch. Oh. Ja, ist glaube ich besser, als es dir vorstellt, Paul. Na, soll ich dir die Haare färben? Nee, danke. Glaube ich im Early recht stark, ne? Flammenwerfer. Ja, auch zum Ende hin noch, eigentlich. Aber also, ist es nicht irgendwann leer? Ja, ja. Kannst du auch immer wieder neu, das respawnt ja. Wo ist denn der Deck? Oh mein, muss ich Sachen klauen. Achso. Hier ist ein Koffer. Verdammt. Hier ist auch so irgend so ein großer Baum, das heißt, das ist bestimmt wieder so ein Pilgerweg. Ich glaube, hier wollten wir letztes Mal bauen. Ja, das ist die Stelle, wo wir letztes Mal bauen wollten. An diesem riesengroßen Baum. Wie so ein kleiner Minisee. Die Stelle fand ich übrigens voll hübsch. Da wollte ich auch mal bauen und dann hat mir jemand gesagt, lieber nicht, weil das irgendeine heilige Stätte oder so für die. Ja, wir haben es ja mal gemacht. Es gibt so ein paar Pilgerpunkte für die. Das Problem ist an diesem Spiel ist, das Spiel sagt dir ja nicht, dass da so eine Pilgerstätte hingeht. Das heißt. Das finde ich aber nicht ein Problem. Das ist halt Learning by Doing dann. Ja, 20 Stunden spielen und dann auf die Fresse bekommen, tschüss. Mhm. Ja, aber es wäre auch, muss ich sagen, wäre auch wieder ein bisschen blöd, wenn da kommt hier so, keine Ahnung, so eine dicke Einblendung, ja, Pilgerstätte, Gefahrenzone. Nö, aber zum Beispiel, es gibt doch hier so zigtausend von Zeitschriften, Büchern und sonst was, irgendwie so ein Buch, wo du vielleicht daran vorbeigehen könntest. Das wird ja nicht zur Story passen. Nein, und dann steht dann da zum Beispiel so ein Bilderbuch, mit Bild oder sowas, Achtung, Baum, Pilgerstecke, sowas, was ähnliches, einfach so gemalt, gezeichnet oder sowas. Dann werden wir mindestens einen Hinweis bekommen. Oder so Höhlenmalereien oder so, dass du dann Baum und die sind da drumherum und so, hololol. Ja, sowas. Ich hab das recht fix rausgefunden. Ja, wir auch, ne? Weil, bei mir, wo ich da bin ich über die Map geschlendert und hab halt geguckt, wo ich bauen kann und da war das halt so, die sind da schon direkt lang gewandert und haben sich bei dem Baum halt auch hingesetzt und gebetet. Da hast du Glück gehabt. Wir haben eine super Stelle gebaut. Die kommt Finde ich aber eine gute Lösung, wenn die das so gemacht haben. Also unsere Stelle war ja damals, wo wir das erste Mal gebaut haben, war die beste Stelle, wo man perfekt verteidigen konnte. Nur, das war leider eine Pilgerstelle. Das heißt, die kamen. Oh, die kamen gerade alle angelaufen. Ja. Ja, es waren ein paar viele irgendwann, um das dann auszugleichen. In der dritten Folge waren wir schon tot. Hier ist das Haarspray in der Ecke. In dem einen offenen Koffer. Ach da. Hm?
Und. Oh, ich kann das Alkohol nicht mitnehmen hier. Nee, ich mach den Molotow. Ja, das kannst du auch machen. Oh, ich mag schon so, wie The Forest gestaltet ist. Okay, so hast du irgendwo Holz hingeschmissen gerade, rein zufällig irgendwo? Ja, bei der Leiche. Liegt der Kompass und die Map irgendwo. Ah. Ja, das war's. Dankeschön. Mehr haben wir nicht gesammelt. Wir sind durch die Höhle halt noch durch, aber da war kein wichtiges Item, was man brauchen könnte. Okay. Das kommt alles noch später. Wir können ja erstmal ein bisschen entspannt im Wald hauen. Okay. Lauft mal zur lilanen Flagge, rosane Flagge, dann fahren wir noch mal ganz kurz die zwei Wagen voll. Jo. Fahr mal zurück, ich hab ein bisschen Aloe Vera und so gesammelt. Eben hier ein bisschen Stoff klauen. Ja, das ist so die Hauptstoffquelle mit. Jetzt fängt das schon wieder an mit dem Stoff. Das ist ein bisschen Stoff. Ein bisschen Stoff. Oh, ich freue mich so sehr auf Sons of the Forest. Das ist der zweite Teil, ne? Ja. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es... Verkacken. Ja. Bin jetzt der Chef von dem, ich bin angemalt. Du bist gleich wieder gewittert. Oh, ja, 2 Minuten noch, dann haben wir 3 Gilde hinter uns. Hey! Nein! Was soll's? Ich mach hier Lichtquellen, stören sie mich nicht. Ich hack Holz, wer holt ab? Kackst Holz. Hm? Soll ich mir eine Besorgung machen? Hä? Ich hab kein Harz mehr, natürlich. Ich hab keinen Stein mehr, na toll. Und das hab ich gemacht. Siehst du, haben uns gegenseitig geholfen, wie toll! Ih, ist eine riesen Spinne. Sie kommt auf mich zu, beißt die? Nee, nee. Aber oh, die kannst du zermatschen. Und da bringt das was? Nix, du hast sie zermatscht. Nein, die arme Spinne. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Spinnen gehabt. Trotzdem fand ich sie sehr faszinierend immer. Auch heute, wenn ich eine Spinne sehe, ich weiß nicht, kann ich, ich kann der armen Spinne nichts tun. Dabei bin ich ja der große Mückenfan, ja. Ich hau alle Mücken platt. Gegen Spinnen habe ich auch nichts. Damals in der Grundschule sind wir mal in so ein Boding gegangen und da könnte man sich eine Spinne auf der Hand setzen lassen. Eine Vogelspinne. Kann ich aber mal hier bei mir? Die waren voll flauschig. Zu Ende machen? Hast du da auch in den Mund genommen? So, ah. Ja, klar. Mit meinen 8 Jahren oder wie alt ich da war. Erstmal. Bisschen geben. Achso, ich dachte, das ist eine Zigarette. Seitdem habe ich da Hausverbot. Seitdem habe ich da Hausverbot. Du sollst die Spinne nicht ablecken. Achso. Das ist gefährlich. Könnte ich beißen. Geht über Kreuzchen. Achtung, aber Baumfeld, genau in Pausrichtung. Ich kann ja besser nach vorne laufen. Muss ich immer noch sagen? Also ich kenne schon. Das muss ich immer noch sagen. Das ist so cool, dass sie am Anfang einfach rumschreien. Shawashia. Paul, komm zurück, komm zu uns zur Brücke, dann siehst du viel mehr Licht. Die haben sogar eine eigene Sprache, ne? Was ihr da schreibt. Ja, Uga Uga. Nee, das ist sogar wirklich übersetzt. Was? Ja. Ja, mir tun sie nichts, ich bin ja angemalt. Ich bin ja deren Chef gerade. Warte, haben wir irgendwas so einen Wassereimer und irgendwo ein paar Bockkippen? Nein. Wäre ganz schön doof. Yeah! Ihr macht das schon, ne? Tschüss! Don't touch my Brücke!
sauber. Ja, da ist noch einer. Da wartet noch einer. Sind die halt direkt der ist gestorben. Ist er gestorben im Wasser? What the hell? Der Wagen! Hat Dix den Wagen kaputt gemacht? Nee, ich hab die Leiche gefühlt 2 Meter daneben abgesetzt und der Wagen ist weggeflogen. Der volle? Ja. Ja, toll. Ja, wir sind im Wald, wir haben genug Holz. Aber wir können die wieder auch abmachen. Ist ja gerade zurückgelaufen, ja, ne? Der hat seinen Kollegen gerufen. Ja, da steht noch einer. Ist ein Headshot-Treffer, also Kopftreffer mit der Lanze auch irgendwas oder nicht? Ne, ist nur beim Bogen, dass sie dann tot sind. Ach ja, die Wagen. Ich hoffe, wenn es in Sunsets welche gibt, dass die dann eine bessere Physik haben. Nein, das wäre doch langweilig. Genau die gleiche. Die sollen nicht in die Stratosphäre geschossen werden. Ja, voll der Wagen. Hallo? Wie soll ich denn? Also die mögen die Brücke schon, ne? Ja, ich bin gestorben. Mich einmal getroffen, Alter Schwede. Was ist denn das für ein Typ hier, ey? So, dort ist er. Da kommt schon der Nächste. Noch mehr Arme hat er um seinen Körper drumherum. Mehr Arme, desto stärker. Ja, da kommen auch noch Mädels, da kommt alles. Yo, hat er gesagt. Yo. Yo. Da kommt so das Küske. Oh, die macht die unter. Ich komme hier nicht weg. Was? So wollen die Brücke noch. Ah. Loch. Oh, jetzt kommt die Frau. Ich glaube, das letzte Mal sechs, wenn du eine Frau in VS umbringst, werden die Kannibalen immer schlimmer. Ja, das glaube ich denen. Würde ich auch werden. Hat jemand ein paar Steine? Bestimmt. Ja, große Brüste! Das muss verteidigt werden, sowas. Der Pfeil ist durchgeflogen. Wo müssen die Steine hingesetzt werden? Hier. Hier ist ein Stein. Ne, hab keine. Eine. Irgendwo ein Stein. Hier habe ich einen. Ganz einfach. Schon wieder! Oh, das ist ein Schrei für eine Frau, ist aber keine Frau. Ne, die ist unten Wasser gefallen, die Frau. Achso. Ja, okay. Und Leichen rauf. Burn, burn, burn. We burn the moment. Gibt es da eine Möglichkeit, die abzuhalten mit irgendwas? Ja. War sehr nah. Oh, kaputt machen die Brücke. Ne, dafür muss er runter. Der hat einen Zahn verloren, der Arme. Ich bin im Buch und was hast du mit dem gemacht? Nochmal einen Pfeil im Kopf geschossen, oder was? Ja. Ja, Knochen. Hast du gehört? Nein, mit Leichen. Aber ein Knochen. Ah, ich hab einen Vogel gekillt.
kann man hier nicht setzen. Okay. Okay. Ja, da ist noch einer. Junge, Junge. Okay, ihr Lieben, der Kampf um die Brücke wird bestimmt in der nächsten Folge weitergeführt. Wir sehen uns im nächsten. Bis dann und tschüss. Tschüss.